Es gibt ein paar musikalische Parameter, wie das Tempo oder die Artikulation, die über die Wirkung und den Charakter eines Songs oder Musikstücks entscheiden. In dieser Folge reden wir über die Lautstärke. Hallo und herzlich willkommen bei Musikdurchblick. Ich bin der Sebastian und heute geht es um Dynamik. Wenn in der Musik von Dynamik gesprochen wird, geht es um alles, was mit Lautstärke zu tun hat. Es gibt Begriffe, die einen dynamischen Zustand und solche, die eine dynamische Veränderung beschreiben. Hier ein kleiner Exkurs in die Geschichte. Die Dynamik spielte in der Musik nicht immer eine zentrale Rolle. Zu Beginn der Barockzeit hatte die Dynamik als musikalischer Parameter noch keine große Bedeutung. Auf vielen Instrumenten, wie dem Cembalo oder der Orgel, war eine noch ziemlich übergangslose dynamische Veränderung nur durch einen Registerwechsel möglich. Die Dynamik bekam erst ab der Vorklassik durch die Erfindung des Fortepianos, eine Vorform des heutigen Klaviers, eine neue Bedeutung. Durch das heutige Hammerklavier ist es möglich und sogar erwünscht, durch die Variation des Anschlags auch die Lautstärke zu beeinflussen. Spätestens mit Ludwig van Beethoven erlangte die Dynamik endgültig den Rang eines eigenständigen musikalischen Parameters, für den präzise Spielanweisungen gelten. Kommen wir nun zu den verschiedenen Lautstärkebezeichnungen. Wie schon gesagt, es gibt Begriffe, die einen dynamischen Zustand und solche, die eine dynamische Veränderung beschreiben. Prinzipiell können Lautstärkebezeichnungen in drei Gruppen eingeteilt werden. Erstens einheitliche Lautstärken. Zweitens gleitende Veränderung der Lautstärke. Drittens abrupte Veränderung der Lautstärke. Erstens einheitliche Dynamikstufen. Die heute in der Musik üblichen Lautstärkestufen werden mit italienischen Bezeichnungen und ihren Abkürzungen angegeben. Die folgende Liste enthält diese Bezeichnung in aufsteigender Lautstärke von leise bis laut. PPP steht für Piano Pianissimo und heißt so leise wie möglich. PP für Pianissimo, sehr leise. P, Piano, gleich leise. MP für Mezzo Piano, halbleise. MF für Mezzo Forte, halb laut. F für Forte, gleich laut. FF bedeutet Fortissimo, sehr laut. FFF steht für Forte Fortissimo, so laut wie möglich. Die Dynamikstufen gelten innerhalb eines Musikstücks so lange, bis sie von einem anderen Lautstärkezeichen abgelöst werden. Zweitens, gleitende dynamische Veränderung. Gleitende dynamische Veränderungen beschreiben keinen statischen Lautstärkezustand, sondern, wie der Name schon sagt, eine gleitende, gleichmäßige Veränderung der Lautstärke. Sie werden im Notenbild durch schriftliche italienische Bezeichnungen angegeben oder durch grafische Notation mittels sich öffnenden oder schließenden Gabeln notiert. Die Abkürzung Cresh steht für Crescendo und bedeutet lauter werdend. Ein Crescendo wird mit einer nach rechts geöffneten Gabel notiert. Die Abkürzung Decresh steht für Decrescendo und bedeutet leiser werdend und wird mit einer nach links geöffneten Gabel notiert. Die Abkürzung Dim bedeutet Diminuendo und ist eigentlich auch einfach nur ein Synonym für Decrescendo, heißt also auch leiser werdend und wird ebenfalls mit einer nach links geöffneten Gabel notiert. Viele Songs in der Jazz-Rock-Pop-Musik kommen zum Ende, indem die Musik bis zur vollkommenen Stille immer leiser wird. Diese dynamische Veränderung am Ende eines Songs nennt man Fade-Out. Drittens, Akzente. Die folgenden Abkürzungen stehen für die abrupte Veränderung der Lautstärke. FP steht für Forte Piano, gleich laut und dann plötzlich leise.
SFZ oder SF bedeutet sforzato, eine plötzliche Betonung. Wie du siehst, gibt es in der Musik eine Vielzahl von verschiedenen Dynamikbezeichnungen und die in diesem Video vorgestellten sind nur die wichtigsten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns doch gerne einen Daumen hoch, schreibe uns einen Kommentar und abonniere selbstverständlich den Kanal. Wir sehen uns in der nächsten Folge.